Stimmt. So war das ja. Gut. Das heißt, wir dürfen nur kurz in dem Wasser sein oder am besten gar nicht. Ich glaube aber, hier sind wir zu weit weg. Müssen wir von der anderen Seite ran. Nee, ist gar nicht zu weit weg. Wir haben da kein. Wir müssen, glaube ich, nichts befruchten, oder? Die kommen nicht bei uns runter. Nee, die kommen nicht bei uns runter, diese Strahlen. Ganz schön krass. Diese Bomben, die da runterkommen. So, wir brauchen neue Zauberenergie. Könnten eigentlich auch einen Freund herbeirufen. Den Vogel zum Beispiel. Der ist ja schon Stufe 4. Kann doch jemand angreifen. Ich weiß nicht, wie schnell er dann besiegt wird. Na, noch geht's. Ja, das sind noch andere Feinde, die den jetzt ein bisschen ablenken, blöderweise. Ja, jetzt hat sich die Kugel bewegt. Verdammt. Muss ich mal hierher? Ich glaube, hier ist ein sicherer Platz, oder? Ne, hier ist auch kein sicherer Platz. Jetzt hat sie sich gleich wieder zurückbewegt. Ja, jetzt ist sie zu weit weg. Für unseren Zauber. Müssen da mal. Muss hier mal rum. Das ist, glaube ich, ein normales Wasser. Ne, ist auch kein normales Wasser. Ja, genau. Einfach durch die, ich glaube, ich Spinnen. Einfach mal so zu. Zack. Wir sind vergiftet. Das sollten wir beenden. Ja, wir hätten ja fast so schlagen sollen. Die ist gegen Schlagschaden sehr empfindlich, gegen Zauberschaden aber nicht so sehr, wie man gesehen hat. Wir haben nur nicht alle Gegner besiegt, sonst wäre der weg. Sonst wäre der weg. Deswegen schaue ich mal, was hier noch so geht. Wo haben wir hier noch Gegner? Ich sehe keine. Tatsächlich. Aber da müssen noch irgendwo welche sein, sonst wäre der Kriegsfalke verschwunden. Hier vielleicht? Gehen wir hier hoch. Es geht ziemlich langsam zurück, das mit dem Vergiften, ne? Hängt er da fest? Jetzt kommt er wieder. Da ist noch ein Gegner. Nein. Nur eine Wurzel. Das sah aus wie ein Gegner, aber es ist nur eine Wurzel. Aber wir lassen uns jetzt einfach vergiften. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Wo ist der Gegner? Hier gibt es auch gar keinen mehr. Offensichtlich gar keinen mehr. Dann wundert es mich, warum der Falke nicht verschwindet. Vielleicht liegt es daran, dass wir in der Höhle noch einen Gegner haben. Kann sein. Wir gehen mal rein. In die Höhle. Wo ist sie denn? Da war sie, glaube ich, irgendwo, oder? Hier ist sie. Nee, da haben wir keinen Gegner mehr. Vielleicht können wir ihr inzwischen helfen.
Merkwürdig. Also ich meine, wir könnten sie erschlagen, ja, oder vielleicht können wir sie auch ihre Fesseln auch lösen, indem wir da zuschlagen. Aber ich traue mich fast irgendwie nicht. Ich traue mich irgendwie nicht, dazu zu schlagen. Wir können nur reden. Können wir ihre Fesseln lösen, indem wir zuschlagen? Ich traue mich nicht zuzuschlagen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas löst. Nee, nee, das passt schon. So, wir gehen mal hier raus. Also, das hat uns nicht weitergebracht. Dann wollte ich ja eigentlich zum Siegelgefängnis. Das war unser eigentliches Ziel hier. Und es ist da drüben, ne? Ja. Pferd. Holen wir uns doch kurz mal noch die goldene Rune hier. Lassen wir nicht einfach liegen. Und dann hier hoch. Bei diesem Siegelgefängnis war das Besondere, wir brauchten einen Steinschwertschlüssel, um es zu öffnen. Da. Auf der Seite der Kirche. Hier entlang. Da müsste es sein, da unten ist es. So, genau. Und hier haben wir auch schon. Das haben wir damals nicht benutzt, aber jetzt werde ich es benutzen. Wir haben genug Steinschwertschlüssel. So. Jetzt ist es geöffnet, das Siegel. Und welches Siegel ist es? Es ist das Siegelgefängnis der Klagen. Interessanterweise. Nehmen wir unseren Trank und dann geht's hinein. Mal schauen, wie gut wir hier vorankommen. Oh! Was mit Eis, glaube ich, oder? Kann das sein? Schaut mit Magie aus. Oh ja, sehr gut. Hui! Trinken einfach nochmal. Oh! Wow, 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 wow. Schnell. Einmal noch. Ach, wir sind tot. Ach, verdammt. Ja, da waren wir. Das war ungünstig. Das war unglücklich. Aber es kann nicht schlimm. Wir probieren es einfach nochmal. Und beim zweiten Mal wird es funktionieren. Ach, der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer. Den kriegen wir leicht hin. Den kriegen wir leicht hin. Die Runen darf man natürlich nicht hier draußen vergessen. Das wäre unglücklich. So, Getränk. Und los geht's. Ist der jetzt außerhalb des Gefängnisses? Nee. Ah, hat sich gebückt. Ha, und? Einmal noch, komm. Ja, super, wir haben ihn. Wir bekommen wahrscheinlich jetzt irgendwas, so einen Eiszauber oder sowas. Nagandons Narbensiegel klingt nach einem Talisman. 5400 Runen, das hat sich jetzt aber mal gelohnt. Das hat sich jetzt mal gelohnt. Das klingt nach einem Talisman.
Schauen wir mal. Wir sind immer noch irgendwie gefrostet. Wir sind noch gefrostet. Also, ist es ein Talisman? Und diese Waffe haben wir uns auch noch nicht angeschaut, ne? Die wir da bekommen haben. Das Kristallmesser. Wo ist das andere? Da hier. Bluthund Reißzahn. Dafür brauchen wir Geschicklichkeit 17. Ja, das ist eher so eine schnelle Waffe. Okay, ist aber nicht so unser Thema. Und war es jetzt ein Talisman, was wir da bekommen haben? Wo sind denn die Talismane? Da. Ja, Radagons Narbensiebel. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Das ist interessant. Das ist eine sehr interessante Entscheidung, die wir da treffen müssen. Wir bekämen 3 bei Kraft, wir bekämen 3 bei Kondition und 3 bei Stärke und 3 bei Geschick. Bei Glaube natürlich weniger, weil wir diesen Talisman nicht mehr haben. Ausdauer erhöht sich und die LP erhöhen sich auch. Wow, aber eben auch der erlittene Schaden. Ja, verführerisch, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Lohnt es sich, Radagons Narbenbeutel zu nehmen oder eher nicht? Wie viele Punkte geben die denn? 50. Naja, das lohnt sich nicht. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ja, den haben wir auch erledigt. Ich schaue gerade, wo es noch so Siegel gibt, die wir noch nicht geknackt haben. Hier gibt es noch eins. Siegelfängnis der Niedertracht. Da oben gibt es wahrscheinlich eins. Das haben wir aber noch nicht eröffnet. Und hier gibt es noch eins. Ja. Da könnten wir mal hingehen. Siegelgefängnis des Kuckuck. Ja. Die Frage ist, was ist näher? Ich glaube, der hier. Ich probiere es einfach mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Probieren wir es mal. Ich würde hier auch gerne mal in der Nacht herkommen, ob hier vielleicht ein Klangperlenjäger wartet. Sollen wir es mal probieren? Weil diese Hütte, das ist schon auffällig, ne? Schaut sehr ähnlich aus. Noch nicht, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz rasten. Das war bei dem anderen auch mal das Problem. Dass man da das erstmal triggern musste. Nee. Nee, hier wartet niemand. Okay, dann gehen wir jetzt zum Siegergefängnis. Ich glaube, hier im Wald, da verstecken sich noch irgendwelche Schurken. Niedere Soldaten heißen die, glaube ich. Ja, die mit den spitzen Hüten. Moment, sehe ich keinen Gegner. Und da unten müsste eigentlich schon das Siegel sein, oder? Nee, hier ist unser Schwert die bessere Waffe. Das müsste gewesen sein, oder? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man mit dem Schwert kämpft. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. So, Siegelgefängnis, da oben irgendwo. Müsste sein, oder? Ja. Bin gespannt, was uns dort erwartet. Was ich dann auch noch gerne machen würde, ich weiß aber nicht, ob wir jetzt in diese Aufnahme schaffen, zu diesem Gebiet hier zu gehen, da oben, das machen wir dann irgendwann anders, weil da hängt das hier als großer Rattenschwanz ja auch noch mit dran. Ja, und hier haben wir noch die 4 Glockentürme, da sind noch 3 Glockentürme, die wir noch nicht erkundet haben. Und einen können wir demnächst erkunden, nicht nur demnächst, wir können ihn erkunden,
Weil wir haben einen magischen Steinschwertschlüssel schon gefunden. In der Akademie. Ja, in der Akademie erwartet übrigens immer noch eine Truhe auf uns, die wir noch nicht öffnen konnten. Na gut, jetzt erstmal hier. Jetzt erstmal hier. Der Kampf gegen dieses Siegelgefängnis. So, wer wartet hier auf uns? Wow! Ah, sehr gut. Was macht er jetzt? Ah, okay. Oh, wow, wow, das war jetzt fies. Weg. Hoho. Hau. Schnell trink. Keine Kraft mehr. Oh! Schnell, trink, 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 trink. Ah, verdammt, wir sind gestorben. Aber knapp war's. Knapp war's. Das schaffen wir. Ja, ohne unser Pferd können wir natürlich viel schlechter gegen Riesen kämpfen. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir unser Pferd überhaupt rufen können. Vielleicht können wir es ja sogar rufen. Aber ich glaube nicht. So. Ja. Nee, geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Ah. Ah, das hätte ich jetzt nie erwartet. Da hat er uns jetzt erwischt. Wir sind am Rand, wir sind am Rand, wir sind am Rand, wir sollten mal weg von hier. Oh. Das war fies. Trink schnell. Schnell trink. Schnell trink.
Ja, das war gut. Jetzt komm, schnell. Schlag ihn noch einmal. Ha, super. Perfekt. Was kriegen wir jetzt hier? Großschwert Phalanx. Ein Zauber leider, der uns nichts hilft und 4600 Runen. Ja, cool. Haben wir das auch erledigt? Ah, wir sind jetzt hier wirklich auf einer Siegeljagd. So kann man es nennen, ne? 29.000 Punkte. Das heißt fast eine neue Stufe. Es gäbe noch ein Siegel, glaube ich, oder? Hier unten, ja. Genau. Die gehen wir da hin, aber da müssen wir von hier aus hingehen, glaube ich. Von der Kristallhöhle hier. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Probieren es zumindest, ob wir es hinbekommen. Genau, wir müssen aber jetzt in die andere Richtung. Wir müssen hier raus. Ich sehe gerade den Ausgang irgendwie nicht. Kann man hier überhaupt raus? Oder kann man hier nur weiter rein? Also hier kommt man nicht raus. Hä? Da hat uns einer in der Gewalt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen lost. Pass mal auf. Wir nehmen jetzt erstmal hier unsere Laterne. Ich weiß nicht mehr, wie das hier war. Da war auf jeden Fall diese Orks, ja, ich erinnere mich. Ah, wir können von hier aus sogar weg. Das ist gut. Dann mache ich das auch. Da unten läuft er. Okay. Dann gehen wir mal kurz zur Hütte des Wolfes und schauen uns dann da nochmal in Ruhe die Wege an. Aber ich glaube, da war ein Weg mit dem Pferd nach oben, ne? Ich glaube, das war der richtige Weg dann. Also, ja. Hier mit dem Pferd nach oben, von hier aus, müsste es, glaube ich, gegangen sein. Bei den Ruinen muss man vorsichtig sein, weil da sind fiese Feinde. In welche Richtung müssen wir denn? In diese Richtung? Nein, die genau andere Richtung. Okay. Ja, genau, da gibt es diese fiesen Feinde. Ich versuche mal hier so schnell wie möglich wegzukommen. So, wo ist... Da oben ist auch ein fieser Feind. Wo ist hier die... Das waren diese Klingelmeister, ne? Wo ist das... Wo ist der Luftstrom, der uns nach oben trägt? Der war doch hier irgendwo. Oder nicht? Ich dachte ja. Kämpfen offiziell. Jetzt. Ja, da hinten glaube ich war der Weg nach oben. Naja, hier ist dann dieses Lager gewesen. Richtig, da müssten wir aber eigentlich dran vorbeikommen. So. Gut, und jetzt hier ganz am Ende. Ah, und da war der Wald mit diesen komischen Wächtern. Ja. Versuchen wir da einfach durchzukommen. Ohne, dass die uns irgendwie nerven. Ja, da wurden wir schon angegriffen. Und nochmal. Genau, und da hinten war... Hier war nochmal so ein Wächter, glaube ich, irgendwo. Da hinten sitzt da. Hoho, voll in der Luft getroffen. Ah, wenn wir jetzt sterben, wäre schlecht. Sehr gut. Den noch. Ah, da kommt noch einer. Das war's jetzt aber, glaube ich, mit den Wächtern, oder? So, dahinter müssen wir. Da ist das Siegel.